Hi Leute, jetzt sind wir live und wir hatten den gleichen Bug wie letzte Woche. Das heißt, es geht wieder nicht mit unserem Handy und dem Mikrofon. Fragt mich nicht warum. Ich hole mir aber bald besseres Equipment. Aber heute müssen wir erstmal wieder mit dem Tablet vorlieb nehmen und mit der nicht so optimalen Soundqualität und der nicht so optimalen Videoqualität. Jetzt höre ich irgendwas. Moment, Moment, Moment. Moment, es geht gleich weiter. Aber wir hören uns viel selber. So, probier jetzt mal. Okay. Jetzt aber. Okay, Leute, schreibt mal in den Chat, ob ihr mich hören und sehen könnt. Das wäre nämlich wichtig für die Führung. Wie gesagt, nächste Woche oder übernächste Woche hoffentlich mit besserem Equipment. Aber ich glaube, ihr könnt mich einigermaßen verstehen und es geht ganz gut. Also, heute in der Führung sprechen wir über Monde, vor allem über die Monde der Gasplaneten Jupiter und Saturn und aber auch ein bisschen über den Mond von Pluto, Charon, über unseren Mond, über Mondfinsternisse und über Exomonde. Das heißt, nach dieser Führung werden wir absolute Mondexperten sein. Wir machen es wieder so, wenn ihr Fragen habt, schreibt sie gerne in den Chat. Wir machen aber am Ende auch noch eine Fragerunde. Das heißt, ihr könnt am Ende auch noch mal alle eure Fragen schreiben. Und dann werde ich darauf eingehen. Die Führung ist kostenlos und bleibt kostenlos. Wer möchte, kann uns gerne ein kleines Eintrittsgeld spenden. Ich habe oben im Chat einen Link angepinnt. Da könnt ihr uns bei PayPal eine kleine Summe geben, wenn ihr wollt. Aber es bleibt kostenlos. Und wer den Channel noch nicht abonniert hat, auf jeden Fall abonnieren. Genau, das war der Werbeblock. Jetzt geht's los. Hinter mir sehen wir schon die Planeten. Das sind die Planeten unseres Sonnensystems. 8 Stück. Merkur, Venus, Erde, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun. Und nicht alle davon haben Monde, aber fast alle. Und zwar haben 6 von 8 Planeten Monde. Der Merkur und die Venus, das sind die einzigen Planeten in unserem Sonnensystem, die keine Monde haben. Ist ja ein bisschen seltsam. Scheinbar ist es die Regel, dass ein Planet Monde hat und die Ausnahme, dass er keine Monde hat. Deswegen glauben einige Wissenschaftler, dass tatsächlich die Venus auch mal einen Mond hatte und dieser Mond war Merkur. Es könnte sein, dass der kleine Merkur einst als Trabant der Venus sie umkreist hat und durch einen Crash wurde er von der Venus weggestoßen. Das würde erklären, warum beide keinen Mond haben und es würde erklären, warum Merkur so klein ist. Denn wir werden heute sehen, es gibt einige Monde im Sonnensystem, die größer sind als Merkur. Und wir werden auch klären, warum sie dann Monde sind und keine Planeten. Okay, fangen wir erstmal mit so ein paar Basics an. Was ist ein Mond? Warum gibt es Monde? Und dafür schauen wir uns mal unser Sonnensystem an und wie der Mond sich um die Erde dreht. Das ist unser Modell des Sonnensystems. Und ihr seht in der Mitte die Sonne leuchten. Um die Sonne dreht sich die Erde und um die Erde der Mond. In dem Modell sehen wir jetzt nur die Erde, nicht die anderen Planeten. Und genau, ihr seht also, der Mond umkreist die Erde und nicht die Sonne. Da verrate ich euch sicherlich nichts Neues. Da könnte man erstmal auf die Idee kommen, dass das ein bisschen komisch ist. Denn die Schwerkraft der Sonne, die ist natürlich viel massiver als die Schwerkraft der Erde. Denn die Sonne macht 99% der Masse des Sonnensystems aus. Also wirklich eine überwältigende Masse. Also könnte man auf die Idee kommen, dass dann jedes Objekt im Sonnensystem beginnen müsste, sich um die Sonne zu drehen. Aber wie wir am Mond sehen, ist das nicht der Fall. Der Mond dreht sich nicht um die Sonne, er dreht sich um die Erde. Also dreht er sich mit der Erde um die Sonne. Der Grund dafür ist, dass er so nah an der Erde ist, dass die Schwerkraft der Erde die Schwerkraft der Sonne in diesem Bereich übersteigt. Denn zum Beispiel, ihr merkt es ja auch, ihr sitzt gerade gemütlich zu Hause vor dem PC oder vor dem Tablet und ihr klebt auf der Erde und fangt nicht an, euch alleine um die Sonne zu drehen, da die Schwerkraft der Erde euch eben anzieht und die Schwerkraft der Sonne überwiegt. Den Bereich um die Erde herum, in dem die Schwerkraft der Erde stärker ist als die Schwerkraft der Sonne, den nennt man die Hill-Sphäre, benannt nach dem Mathematiker Hill. Und in dieser Hill-Sphäre, da bewegen sich Objekte eben statt um die Sonne, um die Erde. Das heißt, der Mond befindet sich in der Hill-Sphäre der Erde. Würde man den Mond aus der Hill-Sphäre rausschieben, dann würde er beginnen, sich um die Sonne zu drehen und dann wäre er quasi ein Planet. Und genauso ist es bei den anderen Planeten auch. Jeder Planet hat eine eigene Hill-Sphäre, in der sich ein Objekt um ihn drehen würde und nicht um die Sonne. Zum Beispiel befinden sich in der Hill-Sphäre des Planeten Mars, den ihr hier auch hinter mir seht, die Monde Deimos und Phobos.
die nennt man auch die Kartoffelmonde, denn die sind nicht rund, die sind so ein bisschen geformt wie Kartoffeln. Was ein bisschen ironisch ist, denn Demos und Phobos übersetzt heißt Angst und Schrecken, dazu passt Kartoffeln nicht so richtig. Die befinden sich jedenfalls in der Hillsphäre des Mars. Je schwerer ein Planet ist, desto mehr Schwerkraft er hat, desto größer ist auch die Hillsphäre. Jupiter zum Beispiel, der größte Planet im Sonnensystem, der hat eben auch die größte Hillsphäre. Die Hillsphäre von Saturn ist auch gewaltig, denn diese Gasplaneten sind einfach unfassbar schwer. Und das heißt, in dieser Hillsphäre können sie sehr, sehr viele Monde sammeln. Ja, so ein bisschen verwandt damit ist auch die Frage, können Monde eigene Monde haben? Schreibt mal in den Chat, was ihr davon haltet. Kann ein Mond einen Mond haben? Also gibt es Mondmonde? Und wo hört es dann auf? Kann ein Mondmond einen Mond haben? Also Mondmondmonde? Schreibt mal in den Chat, was ihr davon haltet. Ich werde es gleich mal beantworten. Ja, hauptsächlich wollten wir heute über die Monde der Gasplaneten sprechen. Die sind nämlich sehr spannend. Vor allem die Monde von Jupiter und Saturn. Uranus und Neptun haben auch interessante Monde. Schauen wir uns das Ganze mal an und gehen mal etwas durch unser Museum. Wir haben nämlich einige coole Bilder der Gasplaneten. Und zwar hier links, links, links. Wir sehen hier unseren uralt PC. Ich weiß auch nicht warum, irgendwie stehen hier gefühlt seit dem Jahr 1990 oder so die gleichen PCs und werden nicht ausgetauscht, aber macht ja nichts. Hier seht ihr ein Poster oder eine Tafel über die Voyager-Mission. Die oben Voyager. Die Voyager-Sonden, das waren die ersten großen Missionen zu den Gasplaneten. Vorher konnte man die nur von der Erde durchs Teleskop beobachten und mit den Voyager-Sonden hat man dann das erste Mal wirklich Raumsonden zu den Gasplaneten geschickt, in den 70er Jahren schon. Und die Voyager-Sonden gibt es übrigens immer noch, denn so eine Raumsonde, die fliegt ja dann einfach weiter. Und die Voyager-Sonden, die befinden sich jetzt am Rande des Sonnensystems. Zumindest hat man das oft gelesen, man muss da ein bisschen vorsichtig sein. Einige Zeitungen haben sogar berichtet, dass die Voyager-Sonden das Sonnensystem verlassen hätten. Das ist Unfug. Die sind zwar schon hinter Pluto, aber da hört das Sonnensystem nicht auf. Bis sie das Sonnensystem verlassen, werden die noch einige Jahrtausende fliegen müssen. Denn hinter Pluto ist das Sonnensystem noch mehr als ein Lichtjahr groß. Erst wenn man die sogenannte Oortsche Wolke erreicht hat, dann ist man durch das Sonnensystem raus. Die Oortsche Wolke ist die Begrenzung des Sonnensystems aus Staub und Steinen und so einem Kram. Da sind die also noch lange nicht. Aber egal, vor 40 Jahren waren die Voyager-Sonden bei den Gasplaneten. Und daher stammen auch die ersten Bilder der Gasplaneten. Vielleicht kannst du das ein bisschen im Close-Up zeigen, Jana. Hier seht ihr Voyager-Foto von Jupiter, Voyager-Foto von Saturn. Und schließlich waren die auch bei den äußeren sogenannten Eisriesen Uranus und Neptun. Von denen wusste man vorher eigentlich noch gar nicht so richtig, wie die aussehen, weil die so weit weg sind, dass man die selbst durchs Teleskop nur sehr, sehr mangelhaft draufkriegt. Das war also wirklich eine Sensation. Man hat damals das erste Mal wirklich hochauflösend gesehen, die Stürme auf den Gasplaneten, die Ringe von Saturn, also unfassbar beeindruckend. Man hat allerdings auch die Monde ein bisschen untersucht. Und dabei hat man echt Erstaunliches festgestellt, denn diese Monde haben es in sich. Vielleicht erstmal kurz zur Geschichte dieser Monde. Die vier größten Monde von Jupiter, das sind die sogenannten galileischen Monde, denn die hat Galileo Galilei das erste Mal in sein Fernrohr bekommen. Und das war damals wirklich eine Sensation. Denn damals ging man ja noch nach der Lehre der katholischen Kirche davon aus, dass wir ein geozentrisches Weltbild haben. Das heißt, die Erde ist im Mittelpunkt und um die Erde dreht sich die Sonne. Weil die Logik dahinter war so ein bisschen, wenn Gott die Erde erschaffen hat, dann wird er sie wohl in die Mitte gepackt haben. Heute weiß man, ist natürlich Blödsinn. Und Galileo hatte dann als erster eine Art Teleskop, aus heutiger Sicht würde man sagen, war eine Art Fernrohr. Damit konnte er also in den Himmel gucken und sich ein bisschen den Jupiter anschauen. Die Linsen für das Teleskop, die hatte er von einem holländischen Linsenmacher, ich glaube Lipperdij oder so hieß der, weißt du das, Jana? Lipperdij hieß der. Oder Lipperdij. Irgendwie so. Das war also revolutionär. Das war auch super schädlich für die Augen. Das heißt, Galileo hat sich seine Augen total ruiniert. Aber er hat die galileischen Monde entdeckt. Das heißt, er hatte Jupiter im Visier und darum waren kleine Punkte. Jetzt denkt man aus heutiger Sicht, okay, dann hat er halt entdeckt, dass Jupiter Monde hat, so what? Aber die Erkenntnis, dass es Objekte gibt, die sich um Jupiter drehen und nicht um die Erde, die hat natürlich das geozentrische Weltbild absolut ins Wanken gebracht. Denn das musste ja wohl bedeuten, dass Objekte sich gemäß ihrer Schwerkraft umeinander drehen und nicht gemäß der Position der Erde im Universum.
Das heißt, dafür wurde Galileo dann extremst angefeindet. Am Ende musste er vor einem Tribunal der katholischen Kirche widerrufen. Und als er dann rausging, hat er ja der Legende nachgesagt, und sie dreht sich doch. Damit meinte er, und die Erde dreht sich doch um die Sonne und nicht umgekehrt. Und deswegen nennt man die heute noch die galileischen Monde. Die heißen Ganymed, Callisto, Io und Europa. Und vor allem Europa ist ein super spannender Mond. Ich weiß gar nicht, ob der hier zu sehen ist. Es könnte Europa sein, man weiß es nicht genau. Diese Voyager-Bilder, die sind noch relativ ungenau. Ich glaube, das ist jedenfalls... Das ist Ganymed von der schwarzen Färbung her. Und das hier ist wahrscheinlich Europa in einer komischen Farbe, weil Europa hat diese komischen Tigerstreifen hier. Deswegen würde ich sagen, ist das Europa. Und Europa bezeichnet man auch als einen Eismond. Und heute weiß man, dass es sehr viele von diesen Eismonden gibt. Europa, Enceladus, der dreht sich um Saturn. Und genau, früher, als die Voyager-Sonden unterwegs waren, da war das wahrscheinlich nur von Star Wars bekannt. Da gibt es ja den Mond Hoth. Das ist so ein bisschen das Star Wars-Äquivalent zu Europa. Und diese Eismonde, die enthalten erstmal sehr viel Wasser. Das ist ja schon mal spektakulär. Viele Leute denken immer noch, Wasser gibt es nur auf der Erde. Das ist völliger Quatsch. Es gibt überall im Sonnensystem Wasser. Es ist nur leider meistens gefroren. Das ist so ein bisschen das Problem. Aber auf diesen Eismonden, und die bekanntesten sind wie gesagt Europa bei Jupiter und Enceladus bei Saturn, da gibt es nicht nur gefrorenes Wasser, es gibt auch flüssiges Wasser. Also auch die Aussage, nur flüssiges Wasser gibt es auf der Erde, ist falsch. Jetzt fragt man sich, okay, wie kann es bei diesen Monden flüssiges Wasser geben? Denn immerhin haben wir dort Temperaturen von weit unter minus 100 Grad. Die sind so weit von der Sonne weg, dass es unfassbar kalt wird. Warum gibt es da flüssiges Wasser? Wer es weiß, mal in den Chat schreiben. Ich werde es gleich auflösen. Jedenfalls kommt das Wasser aus sogenannten Kryovulkanen oder auch Eisvulkanen. Das heißt, wer mal das Glück hat, irgendwann zu Europa fliegen zu können und dort landet, der wird einen einmaligen Anblick vor sich haben, nämlich heißes Wasser, was aus Eisvulkanen aus dem Boden spritzt. Total verrückt, am Horizont das Panorama vom gigantischen Jupiter. Also für so eine Urlaubsreise würde man wahrscheinlich eine Menge zahlen. Hat jemand geschrieben, warum das Wasser flüssig ist? Okay, dann verrate ich es euch. Das Wasser in diesen Kryovulkanen ist flüssig, nicht wegen der Temperatur der Sonne, wie auf der Erde, sondern wegen der Schwerkraft von Jupiter. Jupiter ist ja unfassbar schwer. Der wiegt doppelt so viel wie alle anderen Planeten zusammen. Also ihr könntet Merkur, Venus, Erde, Mars, Saturn, Uranus und Neptun mal 2 nehmen und dann hättet ihr erst das Gewicht von Jupiter. Durch seine Schwerkraft übt er einen extremen Gravitationseffekt auf seine Monde aus. Und er knetet sie regelrecht durch. Hat das jemand geschrieben? Oder? Genau, jetzt kommen so ein paar, es hat glaube ich gehängt. Jetzt kommen ein paar Antworten. Ah, sehr gut. Genau, einer schreibt Gravitation von Jupiter, Gezeitenkräfte. Sehr gut, Leute. Ja, wusste ich doch, dass ihr das wisst. Genau, durch die Gravitation werden die Monde durchgeknetet. Durch das Durchkneten schmilzt das Eis und spritzt an der Oberfläche raus. Und das hatten die Voyager-Sonden das erste Mal festgestellt. Und das war natürlich eine revolutionäre Erkenntnis. Denn letztlich bedeutet das, dass damit ein Himmelskörper Leben besitzt oder flüssiges Wasser, muss er gar nicht den richtigen Abstand zu seinem Stern haben. Ist ja auch wichtig für fremde Sonnensysteme, die wir untersuchen. Ob wir nur in dem richtigen Abstand zum Stern nach Himmelskörper mit Leben suchen oder auch woanders. Denn wenn durch diesen Gravitationseffekt flüssiges Wasser entsteht, dann können wir eben auch Leben haben. Und das Ganze geht noch weiter. Das heißt, wir haben auf Europa und Enceladus nicht nur heißes Wasser, was an der Oberfläche rausspritzt. Es heißt letztlich, dass unter der Eisdecke, da muss ein riesiger Ozean sein, ein riesiges Reservoir voll mit flüssigem Wasser. Und das finde ich schon sensationell, dass wir auf den Monden im äußeren Sonnensystem gigantische Ozeane haben, Salzwasserozeane wahrscheinlich. Und die befinden sich wahrscheinlich, das glaubt man, unter einer 100 Kilometer dicken Eisdecke. Das heißt, wer auf Europa diesen Ozean erreichen möchte, der müsste sich mit einem massiven Bohrer sehr tief reinbohren und dann würde er diesen Ozean sehen. Und wer weiß schon, was da ist, wenn es irgendwo einen Ort im Sonnensystem gibt, wo es Leben gibt, dann vielleicht diese Eismonde. Also ich könnte mir vorstellen, dass sich dort tief in dem Wasser, in dem Ozean, unter der Eisdecke dieser Monde primitive Lebensformen befinden. Jetzt nicht unbedingt irgendwelche Alien-Kraken oder Alien-Haifische oder so, aber Bakterien könnten sich durchaus in den Ozeanen befinden. Ja, jetzt hat man bei Europa vor einer Woche oder vor 2 Wochen, war das in den Nachrichten, festgestellt, dass die Nachtseite von Europa,
leuchtet. Also quasi der leuchtet im Dunkeln. Und das liegt daran, dass er fluoresziert. Das liegt daran, dass er von Jupiter mit so einem Teilchenstrom bombardiert wird. Also Jupiter bombardiert Europa mit Elektronen und diese Elektronen bringen seine Salzkruste zum Leuchten, weil die dann reagieren durch eine chemische Reaktion. Und das ist natürlich ganz spannend, denn wenn wir dieses Leuchten untersuchen, dann können wir genau feststellen, woraus besteht die Kruste, was für Salze haben wir da, wie viel Wasser haben wir da. Und das will man auch tun. Man plant jetzt so eine Mission zu Europa, also eine Raumsonde, die heißt Europa Clipper. Und die soll Ende der 2020er Jahre losfliegen, Anfang der 2030er Jahre. Diese Sonde wird nur Europa untersuchen. Leider wird sie nicht landen. Sie wird 45 Mal an Europa vorbeifliegen. Da werden wir sicherlich viele neue Sachen rausfinden. Und die Folgemission, das heißt, da reden wir jetzt über das Jahr 2040, 2050, die wird vielleicht auf Europa landen und versuchen, sich in die Eisschicht reinzubohren. Da bin ich mal extrem gespannt. Von diesen Eismonden gibt es auch noch ganz viele im Sonnensystem. Neptun hat noch Triton, Uranus hat Miranda. Das sind im Prinzip alles, auf denen wir genau den gleichen Effekt haben. Diese Gravitationseffekte kennen wir auch von der Erde. Der Mond verursacht auf der Erde ja letztlich Ebbe und Flut. Das ist genau so ein Gravitationseffekt. Nur, dass die Schwerkraft von Jupiter viel, viel stärker ist und es deswegen zu diesem regelrechten Durchkneten kommt. Okay, jetzt wollte ich noch über einen anderen sehr interessanten Mond sprechen, nämlich Titan. Den kennen vielleicht auch einige von euch. Übrigens, wenn zwischendurch Fragen kommen oder so, sag Bescheid, Jana. Schaut euch mal das Bild von Saturn hier an. Ich glaube, das hier könnte Titan sein. Man weiß es nicht genau. Diese Voyager-Bilder sind, wie gesagt, noch nicht so richtig gut hochauflösend. Ah, Jörg hat mein T-Shirt gelobt. Danke, Jörg. Das gibt mir Gelegenheit für einen neuen Werbeblock. Ich bewerbe nur meine eigenen Sachen, keine Sorge. Dieses Pluto-Shirt könnt ihr in unserem Online-Shop kaufen. Habe ich im ersten Kommentar unter dem Video verlinkt. Voyagershop.org. Da gibt es noch ganz viele andere Nerd-Sachen. Meine Weltraum-Cartoon-Bücher könnt ihr da kaufen. Plüschplaneten, Plüsch-Pluto zum Beispiel. Und mit jedem Kauf unterstützt ihr uns auch. Also danke, Leute. Und ansonsten könnt ihr auf den PayPal-Link klicken, der im Chat angepinnt ist. Da könnt ihr uns mit einem kleinen Eintrittsgeld auch unterstützen. So, jetzt zurück zu Titan. Titan ist eigentlich mein Lieblingsobjekt im Sonnensystem. Das ist ein Mond von Saturn und es ist der erdähnlichste Himmelskörper im Sonnensystem. Komisch, oder? Der erdähnlichste Himmelskörper, nicht etwa Mars oder so, den wir kolonisieren wollen, nicht die Venus mit ihrer Atmosphäre, sondern der Saturnmond Titan. Denn Titan ist der einzige Mond mit einer unfassbar dicken Atmosphäre. Und dadurch alleine ist er der Erde halt schon relativ ähnlich. Und, jetzt könnte man sagen, die Venus hat ja auch eine dicke Atmosphäre. Titan ist der einzige Himmelskörper neben der Erde, auf dessen Oberfläche es Seen und Meere gibt. Also wenn ihr mal mit einem Raumschiff auf Titan landen würdet und aussteigt, dann denkt ihr vielleicht erstmal, boah cool, hier sind ja überall Seen. Aber die Idee, da schwimmen zu gehen, die wäre nicht so gut. Denn wenn ihr in einen solchen See springt, werdet ihr feststellen, es ist kein Wasser. Es ist flüssiges Methan. Ich weiß nicht genau, was passiert, wenn man in einen Methansee springt, aber es ist wahrscheinlich ziemlich tödlich, würde ich mal mutmaßen. Das heißt, er ist jetzt nicht wirklich der Erde ähnlich, aber er ist der erdähnlichste Himmelskörper im Sonnensystem. Und finde ich schon beachtlich. Atmosphäre, Seen, da könnte es Leben geben, denn man darf ja nicht vergessen, Leben muss nicht so aufgebaut sein wie auf der Erde. Es könnte ja zum Beispiel auch methanbasiertes Leben geben oder schwefelbasiertes Leben. Und das könnte dort in diesen Seen beheimatet sein. Auf Titan ist man sogar schon mal gelandet mit einer Sonde, mit einem Landegerät. Und zwar im Jahre 2005. Da ist nämlich die Sonde Cassini-Huygens zum Saturn aufgebrochen. Cassini hat Saturn untersucht und Huygens war das Landegerät. Huygens ist auf Titan runtergefallen. Bei YouTube gibt es coole Aufnahmen davon. Der hat das die ganze Zeit gefilmt, den Landeanflug. Und dadurch haben wir echte Bilder von der Titanoberfläche. Totaler Wahnsinn. Und unter der Oberfläche von Titan könnte es auch einen flüssigen Ozean aus Wasser geben. Also das ist, wenn man mich fragt, wo gibt es Leben im Sonnensystem, ist Titan der allerwahrscheinlichste Kandidat, dass irgendwo noch Leben ist. Den möchte man auch genauer untersuchen. Man schickt im Jahre, ich glaube 2027 soll das Ding losfliegen, die Sonde Dragonfly zum Titan. Dragonfly ist ein Quadrocopter, also so eine Art Drohne. Und das Ding kann auf Titan rumfliegen, an einem Ufer von einem See landen, wieder losfliegen und zum nächsten See. Das heißt, in
2027 fliegt die Mission los, sie braucht ein paar Jahre hin. Sagen wir mal, in 10 Jahren werden wir die ersten Ergebnisse haben, was sich an den geheimnisvollen Ufern des Titans verbirgt. Da bin ich extremst gespannt drauf. So, ja, jetzt haben wir schon viel über die Jupitermonde und Saturnmonde gehört. Wir können nicht über alle sprechen, es gibt nämlich immens viele. Jupiter hat 79 Monde, Saturn hat mittlerweile sogar 81. Man entdeckt immer wieder neue. Wenn ihr das googelt oder in Büchern lest, dann seht ihr oft andere Zahlen. Denn vor ein paar Jahren noch ging man davon aus, dass Saturn nur 60 Monde hat. Man entdeckt immer weitere. Das heißt, mittlerweile ist Saturn der Planet mit den meisten Monden, nicht mehr Jupiter. Aber es könnte gut sein, dass sich das bald wieder ändert. Ich wette, dass man noch weitere Monde entdecken wird. Ich glaube, Uranus und Neptun, die haben jeweils irgendwie so um die 20 Monde. Aber ich weiß es gerade gar nicht. Wenn es einer von euch weiß, schreibt es mal in den Chat. Wie viele Monde haben Uranus und Neptun? Keine Ahnung. Ja, genau. So viel erstmal dazu. Lass mich nochmal ganz hier gucken, was man hier sieht. Ah, hier sieht man noch einen coolen Mond. Den hier nämlich. Das ist der Mond Mimas. Haben vielleicht einige von euch mal gehört. Und jetzt, wo man den so sieht, habt ihr bestimmt auch direkt eine Assoziation. Der sieht nämlich aus wie der Todesstern von Star Wars. Ja, genau, ach, richtig, ich hab's ja auch im Shirt. Ja, genau, so sieht der aus wie der Todesstern von Star Wars. Aber, ich überlege gerade, George Lucas kann sich nicht an Mimas orientiert haben. Man hat Mimas nämlich erst entdeckt, nachdem die erste Star Wars-Episode schon rauskam. Das heißt, Ben hat sich Mimas an Star Wars orientiert, das ist aber auch unwahrscheinlich. Und man nennt ihn deswegen auch den Todessternmond. Und diese Einbuchtung auf Mimas, oder eben das Feuerding vom Todesstern, das ist ein gigantischer Krater, der sogenannte Herschel-Krater. Benannt nach Wilhelm Herschel, dem deutsch-englischen Astronomen. Und der Kraterwall von dem Herschel-Krater, also wenn ihr in dem Krater steht, der Wall, ist gigantisch hoch. Ich weiß es gerade gar nicht, aber der ist um ein Vielfaches größer als der Mount Everest. Ich meine, der wäre so 28 Kilometer hoch, aber es ist gigantisch hoch. Also das ist Mimas. Mimas ist auch noch auf eine andere Art und Weise besonders. Wenn man eine Hitzekarte von Mimas erstellt, also wo es am wärmsten ist, dann sieht Mimas aus wie Pac-Man, die Videospielfigur. Und zufälligerweise ergibt die Hitzekarte einen Pac-Man. Also Mimas ist auf jeden Fall der popkulturellste Mond im Sonnensystem. So, jetzt wollte ich noch ein bisschen über unseren eigenen Mond sprechen, nämlich Thema Mondfinsternis und Blutmond und so. Dafür gehen wir ein bisschen durch unser Museum. Oder wolltest du noch was sagen? Ja, wir können mal gehen und diese eine Frage beantworten. Ja. Da möchte ich mal wissen, ab und an sieht man vormittags den Mond. Wie geht das? Erklär das mal. Ja, man verbindet den Mond immer damit, dass man ihn nur nachts sehen kann, was daran liegt, dass er nachts nicht mehr von der Sonne überstrahlt wird. Denn das Sonnenlicht tagsüber ist so hell, dass man den Mond eben nicht mehr erkennen kann. Das heißt nicht, dass der Mond nicht da wäre. Er wird eben nur dann von der Sonne überdeckt. Und manchmal ist es so, morgens oder abends, da ist das Sonnenlicht noch nicht so grell, dass es den Mond überdecken könnte. Das ist alles. Also es ist nicht so, dass der Mond nur nachts da wäre. Man sieht ihn nur dann besser. Und deswegen kann man ihn eben im Morgen- oder Dämmerlicht auch sehr gut sehen. Bin ich überhaupt richtig gegangen jetzt? Oder bin ich zu weit gegangen? Wo ist die Mondfinsternis? Rechts neben dir. Okay, gut. Also hier seht ihr ein Bild von einer, nicht von einer Mondfinsternis, aber von einem Halbmond im Prinzip. Hier seht ihr eine Mondfinsternis. Ist ein bisschen, man wundert sich erstmal, Mondfinsternis, man sieht den Mond ja hier total deutlich. Das ist ein sogenannter Blutmond, den haben wir selber aufgenommen hier. Und zwar am 27.07.2018. Und Blutmond heißt es offensichtlich, weil der Mond dann eben sehr blutrot zu sehen ist. Ein super schönes Ereignis, man sieht das dann immer sehr deutlich am Himmel, auch ohne Teleskop natürlich. Und man spricht von einer Mondfinsternis, weil es der gleiche Effekt ist wie bei jeder normalen Mondfinsternis. Und zwar, der Mond befindet sich dann hinter der Erde, sodass das Sonnenlicht von der Erde komplett abgeblockt wird und den Mond nicht mehr erreicht. Wie ihr sicherlich wisst, sehen wir den Mond ja überhaupt nur, weil er das Sonnenlicht reflektiert. Deswegen ist er so hell. Das heißt, wenn das Sonnenlicht von der Erde abgeblockt wird, dann können wir den Mond auch nicht mehr sehen. Das ist eine Mondfinsternis. Also eine Mondfinsternis ist nicht sehr spektakulär. Sie besteht normalerweise darin, dass man den Mond halt nicht mehr sieht. Anders als eine Sonnenfinsternis, die sehr spektakulär werden kann. Da haben wir auch ein Mondbild von, oder? Da. Das können wir nochmal kurz im Vergleich zeigen. Also das hier wäre eine Sonnenfinsternis. Die sieht schon wesentlich spektakulärer aus. Denn bei einer Sonnenfinsternis ist es dann so, dass der Mond zwischen Erde und Sonne steht, das Sonnenlicht abblockt, aber die Korona der Sonne, also diese heiße Schicht drumherum, die sieht man noch. Und das kann dann eben sehr, sehr spektakulär aussehen. Und weil da noch Licht durchkommt, die Korona eben, darf man da auch nicht mit bloßem Auge reingucken, weil das sehr gefährlich sein kann.
Aber bei einer Mondfinsternis, wie gesagt, ist einfach so, der Mond wird halt nicht mehr angeleuchtet. Gehen wir mal wieder dahin. Ich glaube, hier war letztes Mal so ein komisches Piepen. Und bei so einem Blutmond ist es jetzt eben so, dass ein bisschen Sonnenlicht noch durch die Atmosphäre der Erde dringt. Ein ganz kleines bisschen Sonnenlicht dringt durch. Die meisten Anteile des Lichts werden geschluckt. Denn Licht besteht ja aus mehreren Farben, wie ihr auch bei einem Regenbogen sieht. Aber das rote Licht kommt durch die Atmosphäre durch und erreicht den Mond. Und dann kommt es zu so einem Blutmond. Also super spektakulär. Es gibt irgendwie auch noch den blauen Schneemond im Februar und so. Ich weiß es nicht, aber das ist nicht so spektakulär. Hauptsächlich der Blutmond. So, lass mich überlegen. Wollte ich dazu noch was erzählen? Nee, aber ich kann meine Frage vom Anfang auflösen, ob ein Mond einen Mond haben kann. Hast du gesehen, ob jemand was dazu geschrieben hat? Irgendjemand hat, glaube ich, geschrieben, dass das bei Universe Sandbox mal gebaut wurde von jemandem. Ja, das ist eine gute Frage. Bei Universe Sandbox kann man das Universum so nachstellen. Physikalische Effekte habe ich da noch nie probiert. Also es geht theoretisch, dass ein Mond einen Mond haben kann. Also Mondmonde könnten existieren, denn auch ein Mond hat eine Hillsphäre. Zum Beispiel unser Mond hat auch seine eigene Hillsphäre. In dieser Hillsphäre plant man zum Beispiel, eine eigene Raumstation zu bauen. Deep Space Gateway soll die heißen. Also quasi eine Version der ISS um den Mond. Also theoretisch geht das schon, aber auf Dauer kommt es zu Gezeitenkräften zwischen den Planeten und den Monden, die den Mondmond aus der Hillsphäre des Mondes rausdrängen. Das heißt, ein Mondmond kann nichts Dauerhaftes sein. Deswegen sehen wir im Sonnensystem auch keine. Vielleicht gab es ganz am Anfang des Sonnensystems Mondmonde, die blieben einige, naja, 100.000 Jahre und Millionen Jahre, aber dann wurden sie durch die Gezeitenkräfte, das heißt durch eine Kombination der Schwerkraft und der Bewegung, rausgedrängt. Also Mondmonde theoretisch ja, aber wenn dann nur sehr kurzzeitig. So, jetzt wollte ich noch was über Plutos Mond Charon erzählen. Wir haben ja leider nirgendwo ein Bild von Pluto, glaube ich. Oder? Dann bleibe ich mal hier stehen. Das ist nämlich noch ganz interessant. Pluto hat einen Mond Charon. Pluto hat sogar insgesamt, glaube ich, 4 oder 5 Monde. Das heißt, obwohl Pluto ein kleiner Zwergplanet ist, ist er, was Monde angeht, ziemlich gut ausgestattet. Und sein größter Mond heißt Charon. Und viele Leute bezeichnen Charon gar nicht als Mond, sondern ihn und Pluto als Doppelplaneten. Die Abgrenzung ist manchmal schwierig, weil Charon ist sehr groß im Vergleich zu Pluto. Und man kann bei Monden und Planeten immer einen gemeinsamen Masseschwerpunkt ausrechnen. Und der liegt normalerweise weit in Richtung des Planeten, weil der Planet viel schwerer als der Mond ist. Bei Pluto und Charon liegt der Masseschwerpunkt weit außerhalb von Pluto. Deswegen sagen viele Leute, Charon ist kein Mond, Pluto und Charon sind ein Doppelplanet. Und sind eigentlich auch ein ganz cooles Pärchen. Pluto ist ja benannt nach dem Gott der Unterwelt, Hades, auf Griechisch, auf Lateinisch Pluto. Und Charon ist benannt nach dem Fährmann, der die Toten über den Fluss Styx in die Unterwelt, in das Reich des Pluto oder des Hades gefahren hat. Und auf dem Mond Charon gibt es eine witzige Region am Nordpol, die heißt Mordor, wie bei Herr der Ringe. Denn man hat herausgefunden, dass die total rot eingefärbt ist, wie das Land Mordor eben von Sauron. Und die ist wohl entstanden, indem der Mond Charon von der Atmosphäre des Pluto angepustet wird. Pluto verliert seine Atmosphäre, übrigens gerade in einem besonders schnellen Ausmaß. Man weiß nicht genau warum. Man kann wirklich sagen, Plutos Atmosphäre kollabiert. Lade ich morgen ein Video drüber hoch. Und die Atmosphäre lagert sich auf Charon ab. Also Pluto bespritzt Charon mit seiner Atmosphäre. Klingt ein bisschen doppeldeutig, war aber nicht so gemeint. Und dadurch entsteht da auch am Nordpol so eine rote Schicht in diesem Mordorland. So, jetzt wollte ich noch was zu Exomonden erzählen. Dafür können wir ein bisschen wieder den Ort wechseln. Und zwar, ihr habt bestimmt schon mal was von Exoplaneten gehört. Wenn es Exoplaneten gibt, dann gibt es natürlich auch Exomonde. Oh, hier haben wir genau eine coole Karte vom Mond. Ihr seht, der komplette Mond ist kartografiert. Jeder einzelne Krater hat einen Namen. Und zum Beispiel der Krater, wo die Apollo-Astronauten gelandet sind, oder die Ebene, hieß Mare Tranquillitatis, Meer der Ruhe. Diese Mare sind die dunkleren Bereiche auf dem Mond. Denn wenn man den Mond anguckt, könnte man denken, dass das irgendwie ein Meer ist oder so, deswegen Mare. Heute weiß man, das ist natürlich kein Meer, es sind einfach nur so Tiefebenen. Und das ist perfekt kartografiert. Mittlerweile auch die Rückseite des Mondes, die kannte man ja lange Zeit nicht, denn der Mond zeigt uns immer nur die gleiche Seite. Das ist auch noch eine wichtige Sache über Monde. Viele Monde haben im Vergleich zu ihren Planeten eine sogenannte gebundene Rotation. Das heißt, sie zeigen dem Planeten immer die gleiche Seite. Wenn ihr den Mond anguckt, seht ihr immer die gleiche Seite vom Mond.
obwohl der Mond sich dreht. Würde er sich nicht drehen, dann würden wir auch mal die andere Seite sehen. Aber er dreht sich genau in dem Maße, dass wir immer seine eine Seite sehen. Okay, jetzt aber zum Thema Exomond, dann machen wir unsere Fragerunde. Und zwar, wir können auch dahin gehen, da haben wir coole Bilder von der vom Mond, oder zumindest von den Astronauten. Also wirklich, hier haben wir ein Foto vom Mond mit der Erde im Hintergrund. Ansonsten haben wir, glaube ich, nichts. Also, Exomonde. Exoplaneten kennt man mittlerweile einige Tausende. Jeder Planet, der sich um einen anderen Stern dreht als die Sonne, ist ein Exoplanet. Und allein in unserer Heimatgalaxis der Milchstraße vermutet man, dass es so 200 Milliarden Sterne gibt mit jeweils zwei Planeten. Das heißt, dann hätten wir schon ungefähr 400 Milliarden Exoplaneten. Da wird es ja wohl auch Monde geben, die sich um diese Planete drehen. Aber bisher hat man noch keinen einzigen Exomond nachgewiesen, komischerweise. Seltsam, oder? Wir leben im Jahre 2020 und wir kennen keinen Exomond. Das liegt daran, dass es schon schwer ist, Exoplaneten zu finden, weil die so weit weg sind. Man benutzt dafür meistens die Transitmethode. Das heißt, man beobachtet einen fremden Stern und sobald sich ein Planet vor diesen Stern schiebt, wird der Stern etwas dunkler. Diesen Abfall in der Helligkeit, das kann man aufzeichnen und das ist dann der Beweis für einen Exoplaneten. Beim Monden klappt das natürlich nicht, denn die Monde drehen sich ja um den Planeten und nicht um den Stern. Das heißt, mit der Transitmethode können wir keine Exomonde ausfindig machen. Man hat versucht, fremde Gasplaneten zu beobachten, sogenannte Exosaturns, also Gasplaneten mit Ringen in fremden Sonnensystemen, und zu gucken, ist vielleicht in deren Ring irgendwie eine Lücke, könnte da ein Mond sein, aber es ist bisher noch nicht gelungen. Aber es ist natürlich absolut denkbar, dass es jede Menge Exomonde gibt. Es kann auch gut sein, dass wir in fremden Sternsystemen, wenn wir nach Leben suchen, gar nicht auf die Planeten gucken sollten, sondern auf die Monde. Bisschen wie bei Star Wars. Hoth habe ich schon genannt, Endor ist auch ein Mond mit Leben. Sowas könnte es irgendwo in der Milchstraße mit Sicherheit geben. So Leute, jetzt haben wir eine Menge über Monde gelernt. Ich würde sagen, wir gehen mal in unsere Fragerunde über. Wir haben ja auch schon eine halbe Stunde gemacht. Wenn ihr irgendwie Fragen zu Monden habt, Exoplaneten, Mondfinsternisse und so, dann schreibt sie in den Chat und dann liest die Anna sie vor. Einer fragt gerade, was soll denn dieses Deep Space Gateway überhaupt können? Also im Prinzip die Idee hinter dem Deep Space Gateway ist noch in der frühen Planung, ist noch nichts Konkretes. Das ist eine Alternative zu einer bemannten Basis auf dem Mond. Es gibt ja im Moment mehrere Ideen. Das private Unternehmen Blue Origin, hier von Amazon-Gründer Jeff Bezos, der möchte eine Basis auf dem Mond bauen. Die NASA möchte im Rahmen des Artemis-Programms eine Basis auf dem Mond bauen. Und da gibt es aber eben den Alternativplan zu sagen, ja, das ist doch viel zu teuer und was sollen wir auf der Mondoberfläche? Lass doch lieber eine Raumstation bauen, die den Mond umkreist. Das können wir schon, denn die ISS haben wir schon mal gebaut. Und diesmal schicken wir sie einfach in den Mondorbit. Von dort können wir den Mond untersuchen, man kann auch mal runter und wieder hoch. Von dort, das kann eine Zwischenstation auf dem Weg zum Mars sein und es wäre eben wesentlich kostengünstiger als eine Basis auf dem Mond. Das ist die Idee dahinter. Was es letztlich wird, Raumstation oder Basis oder beides, das ist noch völlig ungewiss. Okay, es gibt eine weitere Frage zu Phobos und Deimos, ob die sich wirklich seltsam verhalten, als ob sie hohl wären oder so. Ui, dass die hohl sind, doch irgendwas habe ich dazu gehört. Ja, ich habe mal ein Video darüber gemacht, ob Mars früher Ringe hatte. Ich meine da auch gelesen zu haben, dass als man die beiden Monde untersucht hat, wirkt es irgendwie so, als wären die ein Überbleibsel des Ringes des Mars oder so. Ich kann mich ganz dunkel erinnern, dass die auch hohl sein sollen, aber ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr genau. Die verhalten sich aber definitiv seltsam, weil die sich auf Mars zubewegen. Unser Mond zum Beispiel bewegt sich von der Erde weg. Jedes Jahr 4 cm. Also sehr langsam, wir müssen uns noch nicht vom Mond verabschieden. Aber Deimos und Phobos bewegen sich auf Mars zu. Das heißt, die werden irgendwann auf Mars draufkrachen. Das wird natürlich eine apokalyptische Katastrophe. Wenn es dann schon Siedlungen auf dem Mars gibt, dann wird das ziemlich übel. Der kleine Henry, der möchte wissen, warum ist die Wahrscheinlichkeit höher, auf den Exomonden Leben zu finden, als auf den Exoplaneten? Also sie ist nicht zwingend höher. Also man darf es nur nicht aus den Augen verlieren. Aber vielleicht ist sie doch höher, jetzt wo ich so drüber nachdenke. Denn soweit wir wissen, braucht man ja für Leben Wasser und Luft. Oder auch ein Objekt in der habitablen Zone seines Sterns. Und wir wissen, dass Gasplaneten sehr viele Monde haben können. Wie gesagt, Saturn 81 Monde. Jetzt stellt mal vor, Saturn wäre an der Position der Erde im Sonnensystem. Dann wären diese ganzen 81 Monde in der habitablen Zone.
Das heißt, selbst wenn nur auf einem Zehntel davon dann Leben entstehen würde, hätten wir 8 Objekte mit Leben im Sonnensystem. Das heißt, einfach weil es viel mehr Monde als Planeten gibt, weil ja schon Gasplaneten ja dutzende Monde haben können, denke ich, dass einfach die statistische Wahrscheinlichkeit höher ist, dass es Exomonde mit Leben gibt als Planeten. So gesehen war auch da Star Wars wieder revolutionär mit Endor und so. Ein anderer möchte wissen, denkst du, dass eine Kolonialisierung des Asteroidengürtels realistisch ist, um da Ressourcen zu gewinnen? Das ist hier wegen dieser Serie, die Expanse war das oder was? Ich weiß nicht, in irgendeiner Serie gibt es hier Ceres im Asteroidengürtel besiedelt. Also wirklich besiedeln im Sinne von da wirklich leben, ist glaube ich nicht so sinnhaft. Denn das größte Objekt im Asteroidengürtel, wie gesagt, ist Ceres. Und selbst der ist viel zu klein, um da wirklich zu leben. Aber dass man da eine Art Basis hat, um da Rohstoffe abzubauen, kann ich mir sehr gut vorstellen. Allein schon deswegen, weil wenn wir irgendwann vielleicht Missionen zu den Gasplaneten starten und das wird, weiß ich nicht, Siedlungen auf dem Monden geben, dann ist Ceres halt ein super Zwischenstopp, weil es der letzte Ort ist vor Jupiter, an dem es Wasser gibt. Alleine deswegen würde sich dann wahrscheinlich schon dort eine kleine Basis als Zwischenstopp bilden, wie so eine Oasenstadt oder so, mitten in der Wüste. So könnte ich mir das vielleicht vorstellen, aber ein guter Ort zum Leben ist das objektiv gesehen sicherlich nicht. Was da sonst noch für Rohstoffe gibt, so Wasser, das wird sehr wichtig sein. Ob das lohnend ist finanziell, da ansonsten Rohstoffe zu fördern, das wird sicherlich noch einige Jahrzehnte dauern. Aphelia möchte wissen, ob man Pluto nicht eher als Mond von Charon auffassen sollte als andersherum. Das würde Charon. Oder als Doppelplanet. Ja, das würde Charon so passen wahrscheinlich. Also Charon ist relativ groß im Vergleich zu Pluto. Ich meine, der Durchmesser von Charon ist 1600 Kilometer. Und der von Pluto 2700 oder so, das ist schon sehr groß. Aber damit ist Charon immer noch wesentlich kleiner als Pluto. Also wenn einer von den beiden der Boss ist, dann Pluto. Aber du hast recht, eigentlich sollte man nicht Mond sagen, sondern Doppelplanet. Wenn man die anderen Monde von Pluto, zum Beispiel Nix heißt noch einer, die sind super klein. Ja, übrigens, nächsten Monat solltet ihr mal in den Himmel gucken. Wir haben ja jetzt auch viel über Mondbeobachtungen und so gesprochen. Am 20. Dezember kann man die sogenannte große Konjunktion sehen. Ich glaube, einer hat es eben auch geschrieben. Jetzt gerade sind Jupiter und Saturn schon sehr nah am Himmel zusammen. Und am 20. Dezember treffen die sich. Dann sehen die aus wie ein riesiger heller Stern am Himmel. Und das passiert nur alle 20 Jahre. Das heißt, wenn ihr es verpasst, könnt ihr es erst im Jahre 2040 wiedersehen. Also 20. Dezember im Kalender eintragen, da gibt es die große Konjunktion. Mache ich aber auch noch ein Video drüber. Okay, Leute. Kam noch eine Frage, ein bisschen off-topic, aber trotzdem interessant. Ja. Wenn man dir anbieten würde, zum Mars zu fliegen, würdest du? Müssen wir Jana fragen, was sie davon halten würde. Jana und ich sind nämlich verheiratet. Also ich würde sofort fliegen. Okay. Dann können Jana und ich zusammen fliegen. Ich glaube, ich würde es auch machen, weil ich meine, einmal die Erde zu verlassen, einen anderen Planeten zu betreten, was ist das für ein krasses Privileg. Ich meine, dass alle Menschen, die bisher jemals auf der Erde gelebt haben, bis zu unserer Generation hin, konnten davon nur träumen. Also ich hätte, glaube ich, Angst, in eine Rakete zu steigen und auf dem Mars kann man auch sterben. Da gibt es auch viele, viele gefährliche Dinge. Aber ich glaube, es auszuschlagen, da würde ich mich mein ganzes Leben lang super ärgern. Deswegen, ich würde es machen auf jeden Fall. Und allein schon, dann könnte ich auf Mars ein YouTube-Video drehen. Das würde ziemlich viele Views kriegen. Also ja, ich wäre dabei. Okay, noch eine Frage. Könnte der Asteroidengürtel aus einem ehemaligen zertrümmerten Planeten bestehen? Die Idee, also die Theorie gibt es, aber die ist relativ unwahrscheinlich. Denn selbst wenn man die komplette Masse des Asteroidengürtels zusammenpacken würde, also wenn ihr alle Asteroiden und Ceres, das ist ein Zwergplanet, zusammenpacken würdet, dann hättet ihr noch nicht mal ein Objekt der Größe von Pluto, glaube ich. Das heißt, das ist viel zu wenig Material für einen Planet. Wahrscheinlicher ist es, dass das einfach der Bauschrott ist, der bei der Entstehung des Sonnensystems übrig geblieben ist. Damals haben sich die Planeten aus super vielen umherfliegenden Steinen gebildet. Ein paar Steine wurden als Monde eingefangen, der Gasplaneten. Und das Zeug, was übrig geblieben ist, das ist der Asteroidengürtel. Also eher das Zeug, was eben nicht für einen Planeten gereicht hat, statt ein zerstörter Planet. Okay, vielleicht die letzte Frage, weil mir gerade die Arme einschlafen. Ja. Woher weißt du das alles? Hast du Astronomie studiert oder so? Ich habe aus irgendeinem Grund Jura studiert. Ich habe jetzt im Oktober mein zweites Staatsexamen geschrieben, jetzt bin ich endlich fertig mit Jura, falls ich bestanden habe. Aber ich hatte den Schwerpunkt Weltraumrecht. Da geht es dann um so Fragen wie, wem gehört der Mond, wer haftet, wenn zwei Satelliten gegeneinander krachen, welches Recht ist anwendbar, wenn jemand ein Verbrechen in der Raumstation begeht oder so, super spannend. Vielleicht können wir mal eine eigene Führung zum Weltraumrecht machen. Aber je mehr ich mich mit Jura beschäftigt habe, desto mehr habe ich gemerkt, ich möchte eigentlich nicht als Jurist arbeiten, sondern mehr als Weltraum.
Erklärmensch bei YouTube. So gesehen, ja, das ist jetzt meine Profession. Okay, ja, Leute, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Hat mir super Spaß gemacht. Wenn ihr im Nachhinein noch Fragen habt, könnt ihr sie unter das Video in die Kommentare schreiben. Das würde mich freuen. Wenn ihr meinen Channel noch nicht abonniert habt, macht das. Mein Ziel sind 40.000 Abos, vielleicht schaffen wir es ja bald. Und wenn ihr uns etwas unterstützen wollt, klickt auf den PayPal-Link. Da könnt ihr ein kleines freiwilliges Eintrittsgeld zahlen. Oder schaut für galaktische Shirts in unserem Shop vorbei. Link im ersten Kommentar unter dem Video. Vielen Dank, Leute, dass ihr dabei wart. Und wir sehen uns nächste Woche in der nächsten Führung. Macht's gut.